Moin Leute, was geht? Ich bin wieder zurück mit dem versprochenen Video zu dem lieben Harry. Ich habe mir geholt für das Trial, um für euch mal den ganzen auszutesten. Ich bin sehr begeistert von dem Helden. Ist ein absolutes Biest, hat mich durch Kampagne gecarried, hat mich ein paar Dungeons gecarried, werde jetzt noch die ganzen Raids mit ihm machen die Tage. Einfach nur, um es auszunutzen, dass ich ihn habe, dass er stark ist, dass er höher gelevelt ist als alle anderen, die ich habe, um einfach meinen Account weiter voranzubringen. Wenn ihr ihn habt, nutzt ihn. Ganz einfach. Nutzt ihn überall, wo ihr ihn habt erstmal, weil er wird ja stärker sein als alle, die ihr habt. Ja? Und er wird euch erstmal carryen. Und zwar richtig stark. Und dafür gehen wir jetzt auch erstmal über die Fähigkeiten. Wie immer fangen wir an mit der Ulti. Meister des Krieges. Harry schlägt die Trommeln, verursacht 80% Angriffsschaden an allen Feinden in der Nähe und inspiriert 2 verbündete Einheiten in der Nähe. Inspirierte Einheiten erhalten zusätzlich 30% des Angriffs von Harry und 40 Punkte Eile für 10 Sekunden. Das ist sehr, sehr strong. Die 40 Punkte Eile sind richtig gut. Level 2 erhöht den Angriffsbonus um 40% statt 30, also 10% mehr. Und den Eile-Bonus um 50 Punkte, also da 10 Punkte mehr. Auf Level 3, was ich leider noch nicht habe, da fehlt mir ein Level. Die Trommeln inspirieren alle verbündeten Einheiten. Wenn ihr das habt, ist er ein unglaublich guter Buffer. Die Punkte Eile, dass du schneller deine Ulti kriegst, ist super strong. Dazu hast du noch den Angriffsbonus. Es sind 10 Sekunden. 10 Sekunden sind so lange. 10 Sekunden sind übelst lange in dem Game. Bauchschlag. Harry befiehlt The Little One, wahrscheinlich der hier oben drauf. Oder? Oder ist der The Little One? Weiß ich noch nicht so ganz. Harry befiehlt Little One, einen schweren Schlag gegen das feindliche Ziel durchzuführen, wobei 120% Angriffsschaden verursacht wird und es auf den Boden geschlagen wird. Danach erhöht man für das Ziel den erlittenen Schaden um 10% für 12 Sekunden. Stellt euch vor, er macht die Sachen, bufft das ganze Team für 10 Sekunden und dann haust du 10 Sekunden lang mit mehr Angriff und Eile und Ultis und alles auf diesen einen Typen drauf. Sehr strong. Level 2 erhöht den durch schwere Schläge verursachten Schaden um 140%. Level 3 erhöht den zusätzlichen erlittenen Schaden das Ziel zu 20%. Das ist auch sehr wichtig. Level 4, wenn das Ziel getötet wird, während die Fähigkeit aktiv ist, erhält der Verursacher des tödlichen Schlags 40 Punkte Crit-Chance und Crit-Damage für 10 Sekunden. Auch wieder sehr gut, sehr lange. Heilendes Geräusch. Harry befiehlt The Little One auf dem Boden für 10 Sekunden zu stampfen. Also er ist The Little One, der Kleine da unten. auf dem Boden zu stampfen. Dies reduziert die Eile für Feinde in der Nähe um 30 Punkte, wobei jedes Stampfen 60% Angriffsschaden an ihnen verursacht. Währenddessen stellt Harry 30% in Höhe des gesamten erlittenen Schadens von umgehenden Feinden wieder her. Das heißt, es ist gut, wenn er in Feinden steht. Das heißt, wieder ein Kombi mit Fahre, auch sehr stark. Eileverringerung, Gegner machen weniger Ultis, auch immer gut. Ja. Level 2 erhöht den durch jedes Stampf verursachten Schaden um 80%. Kleiner Buff halt. Level 3 erhöht den wiederhergestellten HP um 40% in Höhe des gesamten erlittenen Schadens von umgehenden Feinden. Ja, so guter Self-Heal, ne? Kann man nicht viel zu sagen. Die Passive. Mit jeder verbündeten Einheit, außer Harry quasi, auf dem Schlachtfeld wird Harry die Verteidigung erhöht und der erlittene Schaden um 10% reduziert. Erhöht die von jeder verbündeten Einheit gewährte Intensität um 12% und um 15% auf Level 3. Das Wichtige ist, das ist nur für Harry. Nicht für die anderen. Das heißt, wenn du vier Leute mit draufstehen hast, also vier andere, und du hast jetzt Level 3, also auf 276, hast du 60% mehr Verteidigung für ihn. Hast du auf Level 1, hast du 40%. Macht Sinn, ne? So, das heißt, wo können wir Harry einordnen? Harry ist schon mal durch die Passive ein absolut guter Tank. Er passt gut in die Frontline. Er hat einen Self-Heal, der wirklich stark ist. Und ist ein guter Buffer. Denke mal, das Ganze wird auch hier über diese kleine Grafik richtig gut dargestellt. Er ist noch ein bisschen in Schaden drin. Er macht jetzt nicht so den stärksten Schaden, aber erhöht dafür den Schaden anderer. Durch die Buffs,
durch die eine Fähigkeit. Was jetzt ein bisschen diskutiert wurde, ist, macht es Sinn, so einen Helden zu benutzen, wenn man schon jemand anderen hat, der ähnlich funktioniert, und zwar Naomi. Naomi kann man gut mit ihm vergleichen. Der Unterschied ist, Naomi ist keine Frontline. Naomi stellst du in die Backline, Naomi hat so von allem so ein bisschen was und Harry ist dafür in drei Sachen richtig gut. Ja. Was man zugute halten muss, was Naomi hat gegenüber Harry, sie hat einen AoE-Heal und kein Self-Heal. Sie kann auch deine Backline damit heilen. Naomi kann Buffs glänzen. Beziehungsweise auch Debuffs glänzen. Also, wenn du Debuff hast, sie macht ihr Ulti, ist der Debuff bei dir dann weg. Und der Buff von den Gegnern ist weg. Ja, sie hat einen Silence mit drin, was sehr gut sein kann in Kampagne oder PvP, wofür Harry den Idle Reduce hat. Na, die sind beide schon so ein bisschen ähnlich. Die haben beide auf der passiven einen Buff. Harry hat den nur für sich selbst. Naomi hat den aber fürs ganze Team. Bis Level 276 nur für die Fraktion, worum man aber ein Team bauen kann. Ab Level 276 aber für alle. Das heißt, Naomi ist so mehr dieser Teamspieler, sage ich jetzt mal. Und ein Harry mehr Solo-Spieler. Ja. Wo benutzt man die jetzt? Ist die Frage, ne? Wenn ihr einen reinen Supporter braucht, würde ich euch Naomi empfehlen. Also wenn die Wahl zwischen Naomi und Harry ist, Naomi als reinen Supporter. Sie hat den besseren Heal, sie hat einen Buff und Debuff Cleanse, sie hat den Silence und halt den Buff fürs ganze Team. Braucht ihr aber jemanden, der in der Frontline ist und dort lange überleben kann und dazu noch bufft, dann haut ihr Harry rein. Der hat einen, also ich habe an der Seite so ein paar Sachen stehen, da lese ich jetzt mal schnell ab. Er hat einen Death-Debuff für sich selber in der Passiven. Er kann den Schaden erhöhen auf einen bestimmten Gegner. Nur auf einen, wo man merkt. Er ist tanky as fuck durch den Self-Heal. Er hat einen Eile-Buff und Debuff. Er hat einen ATK-Steigerer für erstmal zwei Leute ab 201, was ja leichter zu erreichen ist als 276. Für alle. Läuft dafür aber auch sehr langsam. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, es ist schwer, die beiden miteinander zu vergleichen. Wo ich Harry aber eventuell bevorzugen würde, anstelle von Naomi, wäre in Dungeons. Na, da bringt der Silence nicht so viel. Der Heal ist gut, der Buff für alle ist gut. Die Ulti ist auch nicht so strong auf den Helden, in den Dungeons. Dafür hat Harry da halt den Buff auch ans ganze Team. Mit dem ATK-Steiger und dem Eile-Buff, wohl bemerkt. Er kann den Schaden auf den Boss erhöhen, was sehr strong ist. Er bleibt sehr lange am Leben in der Frontline, was es der Backline leichter macht, Schaden zu machen. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich, wo man die beiden halt benutzen kann. Ne? Aber abgesehen von den Dungeons sehe ich Naomi leider wirklich vorne. Ne? In den Dungeons würde ich Naomi mitnehmen für den Silence. In der Arena allein für den Silence. In der Kampagne kann man noch ein bisschen darüber diskutieren. Da gibt es ja diese, habe ich ja schon mal vorgestellt, diese eine Combo für alles. Da passt der Harry natürlich jetzt auch sehr gut rein. Da passt aber auch eine Naomi rein, weil die Naomi bufft nun mal deinen Ares. Und dein Ares ist der den ganzen Damage macht, den du da mitnimmst. Also, beziehungsweise vor Level 201 ist es die Gaia, aber kommt ja auf selbe hinaus. Es ist wirklich schwer, weil die sind sich so ähnlich und doch so unterschiedlich. Das ist echt schwer zu sagen. Also ist ein sehr starker Held. Wenn ihr ihn habt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Aber ich denke, für das Late Game wird wahrscheinlich Naomi stärker sein. Gut, das war's dann auch schon wieder soweit. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr noch irgendwelche Ideen habt, wo die sich unterscheiden, wo man welche besser einsetzen könnte etc. Ich gehe da natürlich auch drauf ein, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag. Ciao!